Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Bei Monster Sanctuary mit mir, dem Shining. Und letztes Mal hatten wir hier einen harten Bosskampf und hatten den Koi erhalten. Und allein für sein Heldenopfer werde ich ihn auf ewig behalten. So. Es ist an der Zeit, dass mal Kai in mein Team kommt. Weil er unterstützt mich ja so hart bei Monster Hunter. Da muss er hier doch dabei sein. Oh, du bringst auch Geld. Wie der echte Kai. Okay, die Aqua-Waffen will ich auf jeden Fall haben. Kaskade ist gut. Elektralwelle habe ich gesehen, dass das richtig hart sein kann. Den Säureregen muss ich ausgebessert haben. Das macht diesen Multi-Angriff noch mal stärker. Und kommen die Heilfähigkeiten. Denn die Skills sind, glaube ich, mehr so physisch. Nee. Nur die Aquawaffen sind physisch. Ich guck mal, dass ich das ein bisschen hier... Obwohl, ich werde nur die Aqua-Attacke benutzen. Ich werde ihn nicht weggeben. Das kann ich nicht bringen für sein Opfer. Ich glaube, er hat ein bisschen wenig Mana und Verteidigung kann er auf jeden Fall gebrauchen. So, jetzt interessiert mich aber. Ja, mit ihm kann man schwimmen. Noch ein Grund, ihn nicht wegzugeben. Okay, da kann ich nicht runter. Ich will noch zwei Gebiete hier eben kurz angucken, nämlich da unten. Bevor wir hier rechts das Gebiet machen. Ich glaube, das ist dann auch so langsam das letzte Gebiet. Und wir sehen uns dann gleich. Leute, ich habe hier gerade mal das Schwimmen ausprobiert. Das sieht recht cool aus. Also man kann dann frei sich im Wasser bewegen und auch frei aus dem Wasser herausspringen. Und hier ist schon wieder so ein Wechselstein, wovon ich keine Ahnung habe, was es jetzt bringt, wenn man den zu hell oder dunkel macht. Ich würde das ehrlich gesagt gerne einmal testen. Ich kann ihn ja jederzeit zurückschieben mit dem Wechselstein. Und wir testen das mal an Sunny. Ah, dann kriegt man so einen Buff drauf. Mehr Ausrüstung wäre die Hellversion. Und kritische Treffer machen ein Schild. Ich guck mal, bei wem das richtig viel bringt. Also das sieht auch mega cool aus. Das wäre eigentlich richtig geil für Sven. Wenn er den Hellschub hätte. Weil er ist ja schon der Buff-King und wenn jeder Buff eines Verbündeten jetzt nochmal einen zufälligen Buff hinzufügt, wäre das schon krass. Den Koi habe ich übrigens ins Team getan, bei Hohn im Kampf absolut unnützes. Okay, Überlegenheit bei dem Auge wäre auch richtig stark. Ich glaube, erstmal Zip hier mit Überlegenheit. Die Frage ist, verändert das die Skills? Oder ist das einfach nur, dass man diesen Schub hat?
Das verändert nicht die Skills. Okay, ich kann das einfach machen. Und mit dem Wechselstein könnte ich Zip jetzt einfach zu dunkel machen, wenn ich Lust drauf hätte. Okay, interessant zu wissen. Okay, dann gucken wir uns jetzt noch die letzten zwei Gebiete an. Da brauche ich auch nicht schneiden, weil das ist hier direkt um die Ecke. So, hier sollte es sein. Laut Karte kann ich hier irgendwo durch. Okay. Wie machen wir das? So jedenfalls nicht. Vielleicht so? Nee. Ich glaube, hierfür bräuchte ich erst einen Trippelsprung. Dann gucken wir uns jetzt noch an, was hier unten links ist. Ich will das Gebiet halt fertig erkundet haben, bevor ich verschwinde. Und jetzt ist auch gut, dass ich den Koi habe. Dann komme ich hier nämlich besser durch. Ah, das ist ein Rätselraum. Und ich kann mir so Abkürzungen offen machen. Ich muss den ganzen Weg schwimmen, um da oben was zu holen. Zwei Level-Up-Zeichen. Und ein Wechselstein. Ich kann noch jemanden zu dunkel machen. Ah ne, Wechselstein ist, dass ich die generell verändern kann. Momentan kann ich das bei gar keinem verwenden. Den Koi habe ich schon eingegeben. Da habe ich ihnen so einen Verteidigungsbooster gegeben. So, wir sehen uns beim neuen Gebiet. Ich muss mich mal eben kurz korrigieren. Ich habe es doch irgendwie hier hoch geschafft, auch wenn es Glück war. Mal gucken, was hier drin ist. Ah, okay, hat sich null gelohnt. So Leute, die Magma-Kammer ist heute dran. Ich habe das Gefühl, dass alles, was von Typ Feuer ist, hier absolut Rotz ist. Oh Gott, und der Boden bricht weg. Okay. Beim Mandeln. Was seid ihr? Glydra. Also die Glydras sind wahrscheinlich die Entwicklung der Glühfliege. Die Glühfliege kennen wir aber schon. Okay. Ihr seid hier gut. Und Sven einfach nur als Supporter. Und ich habe direkt von Anfang an Debuff drauf. So, erstmal die ganzen Buffs. So, Spurenwolke. Boah, ich finde, die neue Version von Zip sieht auch mega cool aus. Vor allem ist es ja jetzt geil, jedes Mal, wenn er einen Debuff raushaut, kriegt er noch eine Ladung drauf. Was ist denn das für ein Upgrade? Diesen Donnerschlag, den habe ich doch auch freigeschaltet. Du bist zum Heilen da, Yannick. Mach noch Teamplay, Sven. Allein schon für den Booster. Und ich würde jetzt eigentlich gerne erst einmal Säuresturm machen, damit die auch Rüstungsbruch haben. Weil dann mache ich viel, viel mehr Schaden. Ach, ihr könnt euch ruhig eure Buffs holen. Die hau ich eh mit einem Schlag wieder raus.
Geheilt werden muss gerade nicht so wirklich. Ich mache erstmal die Fliege weg. So, Sporenwolke. Weil das so schön Schaden macht. Der hat kein Gift drauf, ne? Nee. Ich würde das aber lieber auf so eine Glüht reinsetzen, den Mega-Buff. Und sterben die halt beide gleichzeitig nächste Runde. Ich habe übrigens unterwegs gemerkt, dass man sogar jetzt mittlerweile einen 6. Stern haben kann, wenn man es schafft, die in einer Runde zu killen. Dann kriegt man 6 Sterne. So ein blauer Extra-Stern ist dann dabei. Vielleicht kann ich das auch noch irgendwann zeigen. So, erstmal die Sporenwolke wieder. Hast du auch irgendwas, das alle trifft? Säuresturm hätte ich. So, und den Federsturm auf die Glydra. Glühfliegenei haben wir aber schon mal gehabt. Unser Ritter hat ein Level Up. Was gebe ich dir denn? Die Solarstrahlen am besten, damit du noch was Besseres für Feuer hast. Danach würde ich dir Feuerverbundenheit holen. Dann macht das noch mal mehr Schaden. So, was ist hier oben? Das ist halt das letzte Gebiet, Leute. Oder vorletzte. Müssen ein bisschen gucken. Diese Minenarbeiterviecher kenne ich aber auch noch nicht. Goblinhauer. Ich denke mal, das ist sogar eine Dark-Version der untere. Aber ich sag jetzt schon mal, nur wer da eine Dark oder eine helle Version ist, werde ich jetzt nicht unbedingt machen, dass ich die ein zweites Mal bekämpfe, beziehungsweise euch das zeige, weil das vom Prinzip her trotzdem derselbe Kampf ist. Die haben halt nur diesen Buff dann noch drauf. Und sehen cooler aus. Aber sonst ist da wirklich kein großer Unterschied. Den nächsten Stein gebe ich übrigens Sven. Weil seine verstärkte Version will ich auf jeden Fall haben. Er ist ja jetzt schon der Buff King. Und dann darauf folgend ist dann Sunny dran. So, Eisspeersalbe, weil das tut allen heftig weh. Der benutzt Phalanx. Der will Verteidigung machen. Schmieden. Oh, die Lavawelle, die sieht stark aus. So. Sven, Teamplay. Bei ihm jede Buff raushauen, der möglich ist. Einfach wegen diesen extremen Booster. So, Säuresturm, das haut euch eh alles wieder runter. Oder auch nicht. Ich hätte gern Frost auf alle drauf. Ich habe die Hälfte zumindest Frost gegeben. Also 2 von 3. Das ist gut. Ich finde das interessant. Auf den Boden kloppen bringt eine Lavawelle hervor. Den Drachen hätte ich aber eigentlich trotzdem ganz gerne. Der ist bestimmt nützlich. Warte, erst Säuresturm? Ja, das muss sein. Allein schon damit ein paar Buffs weg sind. Dann den Federsturm. Und die Eissperrsalbe. Weil der jetzt eh RIP ist. Kohlewurf. Auch eine Attacke, die ich vorher nie gesehen habe. Sollte jetzt reichen, wenn Zip jetzt noch draufhaut. Ja, der ist jetzt auf jeden Fall tot. Tschüss.
Und wir haben eine Hellversion des Goblin-Hauer-Eis bekommen. Und natürlich zigtausend Level-Ups. Ey, das ist jetzt interessant. Wir können jetzt halt hier die Hellversion auch noch sofort kriegen. Das heißt, die haben dann von Anfang an einen Buff drauf. Aber ich glaube nicht, dass ich den Goblin-Hauer benutzen werde. Beim Kampf wirkte der jetzt nicht so stark. So, Sven. Wäre eigentlich keine schlechte Idee, wenn du Luftschlag hättest. Aber allererstens Windverbundenheit. Er hat nur Windangriffe. Ist doch besser, wenn die dann auch noch mehr Schaden machen. So, Sunny. Ich könnte die Krallen verbessern. Ich würde auch den Sturm verbessern. Nehme Lebensblut, weil das macht einen sehr großen Buff aus. So, der Koi kriegt die Buff-Party. Was machen wir bei Zip? Bei Zip bin ich mir mittlerweile schon gar nicht mehr sicher, was ich verbessern soll. Ich müsste eigentlich diese Einzelangriffe alle verbessern. Da weiß ich dann nie, mit welchen ich anfangen sollte. Ich könnte nochmal Mana-Treffer drauf machen, dann macht er noch höhere Kombos. Mach ich auch. So. Ach, da fällt mir ein. Koi, dich habe ich noch gar nicht gefüttert. Du brauchst die Mandeln. Du hattest sehr wenig Verteidigung. Okay, ein Schalter. Und ein neues Monster. Das wir aber erst nächstes Mal bekämpfen. Ich hoffe, der Schalter hat irgendwas gemacht. Ich hoffe, dass hier jeder Spaß beim Zusehen hatte. Hier ist jetzt vorbei. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.